Ja, vielen Dank, Matthias. Liebe Genossinnen und Genossen, Berlin hat sich in den letzten 20 Jahren von einer geteilten Stadt mit Metropolenträumen und Größenwahn, kleingeistigen Provinzialität zu einer pulsierenden, attraktiven Stadt mit großer Anziehungskraft entwickelt. Viele Leute wollen nach Berlin, Studierende, Existenzgründerinnen, Touristen, Arbeitssuchende aus ganz Europa und der Welt. Und wir sind mittlerweile auch damit konfrontiert, dass Menschen, die in Osteuropa, beispielsweise in Orbáns Ungarn, verfolgt sind, selbst als Obdachlose in Berlin besser behandelt werden als dort, wo sie herkommen. Aber wie immer, wenn etwas wächst, wächst es nicht reibungslos, sondern es knirscht und ächzt im Gebälk. Berlin ist großartig, aber es gibt eben auch die Kehrseite des Ganzen. Berlin ist nach wie vor die Hauptstadt der Prekarität. Berlin ist nach wie vor Hauptstadt von Hartz IV und hält mit dem Wachstum nicht wirklich mit. Berlin ist hektisch und anstrengend, laut und immer enger. Und immer mehr Berlinerinnen und Berliner haben das Gefühl, dass da etwas schiefläuft. SPD und CDU haben die Dinge nicht im Griff. Ja, sie verschließen sogar die Augen vor der Dimension der Herausforderungen, geschweige denn sind sie in der Lage, diesen Prozess politisch zu steuern und zu gestalten. Lageso, Bürgerämter, S-Bahn-Chaos, Mietenanstieg, Arbeitsüberlastung im öffentlichen Dienst und im Alltag. Es wird spürbar anstrengender, das Leben in Berlin. Und das erzeugt Ängste und Sorgen vor Verdrängung, vor sozialer Ausgrenzung. Und viele Berlinerinnen und Berliner empfinden nicht, dass die Politik darauf Antworten hat und diese Probleme in Angriff nimmt. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist in Berlin wie im Bund. Die CDU-SPD-Koalition in Berlin, SPD und CDU, die den Entwicklungen immer um ein paar Jahre hinterherhinkt, keinen Plan hat, nicht anpackt, ja nicht mal zuhört, geschweige denn bereit ist, über neue Lösungen zu diskutieren, wenn die alten nicht mehr funktionieren. Es ist entscheidend, dass wir als Linke die existierenden Fragen und Verunsicherungen aufnehmen. Krisen oder gesellschaftliche Bruchsituationen, da suchen die Leute neue Orientierungen, da geraten sicher geglaubte Weltsichten ins Wanken und werden neue Orientierungen tatsächlich gesucht, wo wir als Linke mithelfen müssen, Deutungsmuster zu bieten, die eben nicht autoritär, die nicht rassistisch, die nicht ausgrenzend sind, sondern die auf Solidarität und demokratische Gestaltung des Gemeinwesens setzen. Da hilft dann kein Populismus und da hilft auch kein Verweis auf den Kapitalismus, der ebenso sei. Auch die Hoffnung, dass die Leute irgendwann automatisch links wählen werden, wenn es ihnen erst dreckig genug geht, geht meines Erachtens nicht auf. Nein, wir müssen diese Stimmung aufgreifen, wir müssen den Finger in die Wunde legen, aber wir müssen auch und vor allem ausstrahlen, dass die gegenwärtigen Verhältnisse nicht alternativlos sind. Wir müssen Hoffnung machen auf solidarische Veränderung. Das ist doch tatsächlich die einzige Möglichkeit, dem Ressentiment und dem Schüren der Angst etwas entgegenzusetzen. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich komme zum Schluss und sage, wir haben Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen, die mit uns gemeinsam in diesen Kampf gehen. Matthias hat heute Morgen Ulrich Schneider, den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands, hier herzlich begrüßt. Ich möchte ihn auch noch mal begrüßen, und zwar in meinem Landesverband, in den er vor 2 Tagen eingetreten ist. Ich begrüße dich bei uns im Landesverband, Genosse Ulrich Schneider, und freue mich auf einen Wahlkampf mit dir, wo wir die sozialen Ängste und Nöte der Menschen zum Thema machen. Die soziale Frage ist die entscheidende Frage. Lösen wir SPD und CDU ab und zeigen wir ihnen, dass es anders geht und dass es Hoffnung macht, sich einzubringen und die Welt politisch anders zu gestalten. Vielen Dank.